So, Freunde der Sonne, da sind wir wieder zum fröhlichen Rissenspielen. Ja, ich habe echt vergessen, was ich jetzt letztes gemacht habe, nur dass die Karte immer noch unbrauchbar ist. Wir sind, glaube ich, kurz davor, den Ort jetzt verlassen, ne? Weil ich habe quasi mit allen Leuten geredet. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist diesen einen Fischer retten. Taranis ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ich mit ihm schon geredet, ja. Das Einzige, erstmal kann ich noch auch pennen, weil dann kriege ich nämlich noch einen Albtraum. Und ich kann auch diesen einen Fischer retten. Aber wenn ich das dann gemacht habe, kann ich ja eigentlich nur noch hier dem Orden beitreten. Das möchte ich ja nicht, ne? Da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Sollte übrigens auf der anderen Seite sitzen, ne? Na gut. Sollte ich mir vielleicht nochmal aufschreiben. Moment. Niam. Also, verwirrter Zuschauer auf YouTube. Ich habe für das Twitch-Zeug, hat man ja so verschiedene Szenen, die offen werden. Warte mal, jetzt könnte ich hier Wetttrinken machen, oder? Man hat da so verschiedene Szenen, die man anordnen kann. Und meine heißen halt Main und Niam, also Main rückwärts geschrieben. Und die Niam-Szene ist halt, wenn ich rechts sitze, und die Main-Szene ist, wenn ich links sitze. Von Anstand hast du wohl noch nie was gehört, oder? Ja, ja. Ist das nicht auch die Stimme von Sully? Ah, Arm drücken. Mal sehen, wie das aussieht. Eine Runde Arm drücken. Bringen wir es hinter uns. Glaub ja nicht, dass es einfach wird. Kann ich das gewinnen? Ich weiß nicht mal, wie das geht, ne? Ich habe vorher gespeichert. Das ist ja. Ich werde natürlich jedes. Drücken Sie. Ach so, oh. Das ist bestimmt schwer, oder? Es wäre mit einem kleineren Bildschirm einfacher. Yay. Na, wie sieht's aus? Komm, nimm das Gold und gib Ruhe. Ich will nochmal gegen dich im Armdrücken antreten. Aber ich will nicht gegen dich antreten. Du hast mir ganz schön die Hand verbogen. Das war nur Glück. Also gib dir einen Ruck. Hm, na schön. Aber wenn wir schon drücken, dann auch gegen Gold. Trainieren ist bei mir nicht. Und nochmal zum Mitschreiben. Ich drücke nur vormittags. Ja, ja. 15? Drücken wir um Gold. Okay. Du hast keine Chance. Aber erst hat der Spruch, dass wir ganz schön den Arm verbinden. Das ist bestimmt schwerer, oder? 15 Gold kann ich aber verschmerzen. Na, wie sieht's aus? Ja, ja. Halt die Klappe und nimm das Gold. Achso, ich könnte das jetzt immer wieder machen. Habe ich schon einen Plan, was nach Risen 3 kommt? Knights of the Republic. Hatte ich mir so gedacht. Weil ich mache ja so Sachen nach Slots. Und ich versuche das so halbwegs beizubehalten. Also ich habe zum Beispiel am Dienstag sind diese ganzen Spiele, die ein bisschen kürzer sind, zumindest so aussehen, so Third Person. Da steht dann als nächstes eigentlich Subnautica an, was jetzt nicht Third Person ist. Oh, ein Rundstand, ne? What? Der Mundlinge? Aber da auf den Slot liegt zum Beispiel auch Yakuza oder Batman Arkham Asylum, wollte ich da spielen, weil ich weiß, dass das ein kurzes Spiel ist. Und der Donnerstag-Slot zum Beispiel im Gegensatz dazu ist ein sehr langer Tag. Und da spiele ich alle Spiele, die richtig lang gehen. Aber davon will ich halt nicht 5 Stück gleichzeitig spielen. Lauter so Spiele, die Ewigkeiten lang gehen. Aber und ich weiß, dass Night of the Old Republic wird sich richtig ziehen. So, Verbrauchsgegenstand. Beeinflusst Fähigkeit Runenmagie. Beeinflusst Wirkungsdauer. Dieser Runenstern verletzt übermenschliche Reflexe. Achso, das ist aber ein Verbrauchsgegenstand. Ja, das ist ja doof. Okay, warte mal, das muss ich mal kurz ausprobieren. Wie sieht denn das aus? Was ist da wirklich weg? Weil es ist ein Rundstein, ne? Wie verleiht mir das jetzt übermäßige Reflexe? Verstehe ich nicht. Naja. Ne, auf jeden Fall Knights of the Old Republic fand. Das scheint mir eine ganz gute Idee zu sein danach, ne? Das ist, vielleicht doch so ein bisschen in dem Sinne. Dann gibt es noch Knights of the Old Republic 2. Ha! Dann muss ich mal gucken, ob ich tatsächlich mal mit, ein Kumpel von mir versucht mir schon seit 1000 Jahren wie Sauerbier, Pathfinder Kingsmaker zu verkaufen. Stream död? Oh, ich hoffe nicht. Oh doch, mein Stream ist död. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Schade, jetzt habe ich gerade so viel Zeug erzählt. Dann muss ich das gleich nochmal erzählen. Mal gucken, ob mein Internet gleich wiederkommt. Das ist das Schöne an so einem YouTube-Let's Play. Man muss sich da nicht so richtig die Mühe drum machen. Das bringt ja wahrscheinlich auch relativ wenig Leute zu begrüßen, oder? Hm, interessant.
Na gut, dann werde ich wahrscheinlich immer einen Cut setzen. Ich hasse Cuts, weil das ist immer so aufwendig. Aber egal, wir müssen bestimmt gleich die Dings retten. Das ist vor allem ein bisschen komisch, dass der Chat noch funktioniert. Das spricht nicht gerade für Internetausfall. Na gut, ich muss mal kurz mich um die Technik kümmern. Ah ne, die Technik hat sich wiederholt, sehr schön. Das heißt aber, dass das, was ich gerade gesagt habe, nochmal sagen muss. Ich wüsste, was das war. Egal, wir suchen auf jeden Fall weiter diesen Fischer. Das ist nämlich gerade so ein bisschen im Freiredemodus. In die Richtung bin ich noch gar nicht gelaufen. Was schlecht ist, weil dann bestimmt jede Menge Viecher... Obwohl doch, ein paar Meter war ich hier schon, ne? Oder? Also wir suchen immer noch diesen einen Fischer. Weil ich will jetzt eigentlich nicht gleich die andere... Das ist ein bisschen doof eigentlich, ne? Dass ich jetzt die ganze Zeit irgendwie mit so Gimp-Gear rumrennen muss. Achso, apropos Gimp-Gear. Ich sollte vielleicht ein bisschen das Lederhemd anziehen und nicht mit den Seitenhemd rumrennen, weil ich mir eigentlich nur... Warte mal, das Ding mache ist besser für... Genau, das. Aber das andere Ding ist der Taschendiebstahl, ne? Guck mal nicht hin, schon gegen die Schwierigkeiten los. Tja. Ja, nee, und auf jeden Fall, das, ich hoffe, meine Erklärung unbedingt einzelne Slots war klar. Ja, ja, mach das mal. Viel Spaß. Hey. Bones? Bones, du darfst durchaus mal Schaden machen. Dann kann ich ja nicht ihn blocken. Also, ich werde hier, glaube ich, Bones alles machen lassen, ne? Oh, die können Säure schlucken. Das ist ja schlecht. Hab meine Items Haltbarkeit? Bei uns haben wir es dann bald mal. Das ist so lächerlich. Ja, das finde ich irgendwie extrem doof, ne? Dass ich halt jetzt nie irgendwie zu... Dass ich anscheinend erst, wenn ich mich nach einer Person angeschlossen habe, irgendwie zu guter Ausrüstung komme. Weil nehmen wir mal an, ich will jetzt tatsächlich auf Magie spielen, was ich eigentlich möchte. Dann kann ich das anscheinend nicht mal ein bisschen mit einer Fraktion angeschlossen haben. Während du, wenn du auf Nahkampf gehst, du anscheinend nicht warten musst. Achso, ich könnte tatsächlich meine Verteidigung durchbrechen. Weil, ich meine, dieser ungelevelte Nahkampf hier ist ja absolut lächerlich. Ist ja nicht so, dass ich ja keinen Schaden mache. Ich komme ja nie dazu, was zu machen, weil ich halt dauerhaft gestaggert werde, ne? Also das Einzige, jetzt ist das Vieh in den Busch und kann es nicht mal looten, also in der Woche. Das ist halt nicht so geil, ne? Obwohl, die Vieh sind gar nicht lootbar. Na gut, hat sich auch erledigt. Jawohl. Okay, also Boone heilt mich immer bis... Bones heilt mich... Nicht Boone. Boone war der Typ aus Fortnite Vegas. Boone heilt mich also immer, Hälfte Lebenspunkte. Oh, eine Schmugglerhöhle. Sehr schön. Behaupte ich jetzt so. Ich würde eigentlich noch pennen, fällt mir gerade so ein, ne? Was ist hier für eine ominöse Höhle? Da unten leuchtet was blau. Bodepuppe. Papageien. Nochmal Papageienflug. Den drehen sie mir auch echt an wie sauer Bier, ne? Oh, ist das der andere? Kein Zweifel, das waren die Schattenbiester. Armes Schwein. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber hättest du was dagegen, wenn ich eine der Leichen hier benutze, um mich zu reinigen? Natürlich nur, wenn wir eine finden. Hier sieht es nicht sicher aus und du willst dich mit Blut einreiben? War ja nur eine Frage. Ja, ich würde jetzt einmal pennen gehen, würde ich mal sagen hier, ne? Obwohl, warte mal, ich gehe noch nicht pennen. Wir kämpfen erstmal gegen irgendwelche Viecher, bis wir geheilt sind. Bis wir Schaden genommen. Boah, das ist ein Skelett, aber. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Das ist ein Skelett, Bones. Interessant, die menschlichen Gegner sind also leicht. Das hat mich auch irgendjemand geschrieben, dass die tierischen Gegner halt total schnell unterwegs sind. Aber die menschlichen wahrscheinlich besser sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwie gerade ein Damage-Wunder bin, ne? Alter. Dass die halt mich die ganze Zeit so wegsteggern, dass ich zu nichts komme. Ich finde das schon ziemlich unfair. Bei uns, ich könnte aber echt eine Hand gebrauchen. Ja, als ob. Okay, das Skelett ist schon mal tot, das ist gut. Oh, ich dachte gerade, ich bin tot, aber ich bin noch nicht tot. Scheiße, da ist noch ein Höllenhund. Oh, das. Jetzt müssen wir echt mal über Heiltränke nachdenken, bis Bones hier mal das. Bones das hier mal beendet hat. Ich hab schon wieder zu viel Proviant gefressen. Fuck. Ah, vielleicht doch nicht. Um das gute Opferfleisch. Ja, ganz sicher, Bones. So, wir gehen jetzt einfach schlafen. Damit ich Albtraum bekriege. Ich bin mal gespannt, ob du irgendwann noch mal guten Schaden machen wirst. Ja, ich nehme an, sobald ich irgendwie irgendeine Art von Fernkampf habe. Bestimmt. Aber jetzt erstmal nicht, ne? Was wollte ich gerade noch erklären? Ach ja, der Mutterslot. Ist
hat er mich geheilt. Ach egal, ich gehe trotzdem pennen. Einfach nur, um das Ereignis zu triggern. Ach, ich hätte vorher mal speichern sollen. Naja, was soll's. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich nach Uncharted mache. Wahrscheinlich Uncharted-Dingsbums hier. Da gibt es ja noch irgendwie einen Teil. So, kann ich hier irgendwo hinrennen, ohne gleich in einem Monster zu laufen? Weil letztes Mal bin ich ja irgendwie hier in ein Vieh gelaufen, ne? Seelenstopp? Was bringt es mir damit, schon Seelenstopp einzusammeln? Weil letztes Mal kann ich... Ne, ich kann hier nicht speichern, okay. Weil letztes Mal kam hier irgendein Vieh, als ich drei Meter, als ich durch diese Säulen gelaufen bin. Ich kann... Okay, die Säulen waren das Problem. Ah, mein Schädel. Schon wieder ein Albtraum? Es wird immer schlimmer. Ich kann das Schattenreich förmlich riechen. Tja. Ich habe hier so etwas wie Seelenstaub gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Ernsthaft? Aber dir läuft bestimmt noch der Passende über den Weg, der dir dazu etwas sagen kann. Am besten, du behältst das Zeug so lange in deiner Tasche. Toll. Danke, Bones. Warum regeneriere ich mich eigentlich nicht? Oder regeneriere ich mich nur manchmal? Ach so. Okay, die Albträume sind anscheinend ereignisbasierend, ne? Okay, gut, jetzt bin ich ja voll. Obwohl sich das jetzt nicht so doll gelohnt hat. Ich sollte übrigens mal dieses Ding hier von der Leiste nehmen, oder? Sonst benutze ich das nur aus Versehen. Geht das irgendwie? Naja, so. Ja. Na, auf jeden Fall habe ich so Slots, mit denen ich mir das einteile, wann ich was mache. Technisch gesehen gibt es nur noch den Neuerscheinungs-Slots um 17 Uhr. Ich fühle gerade eigentlich, ich wollte noch Outer Worlds anfangen. Was mache ich vielleicht heute Nacht oder so? Hey, noch mehr Knochenhunde und ein Skelett gleichzeitig. Kann ich das irgendwie einzeln locken? Verdammte ja, Schatten! Das Schlimmste ist, ich treffe mich mal so, ne? Warum greift der Dreckshund eigentlich mich schon wieder an? Okay, Also ich glaube, so humanoide Gegner sind wesentlich einfacher, ne? Also außer davon, dass der hier irgendwelche Rollen macht. Also so lange wir hier zu zweit unterwegs sind, ne? Hä? Oder außer dass das Vieh die ganze Zeit ausrollen, blöd. Nochmal Outer Worlds? Gab's da noch was Neues, sonst war der Durchlauf. Es gibt noch ein DLC. Das Mörder auf irgendwas. Keine Ahnung, ob das so taugt. So, das war's. Mach ich gerade einen Finishing-Move auf ein Skelett? Was soll das bringen? Ich hab vor allen Dingen ins Herz gestoßen. Stoßen. Vom Skelett? Was soll das denn ändern? Oh, ein toter Gnom. Hier sind relativ viele Betten, ne? Schade, dass ich die Pulverfässer nicht mitnehmen kann. Die waren im letzten Teil als Joker-Waffe großartig geeignet. Warum ist denn diese Mine jetzt tausendmal größer als die andere? Fusel. Und ein Buch, das ich mitnehmen kann. So, ja, da war. Meine großartigen Schlossfähigkeiten kommen wieder einmal zum Einsatz. Ach ja. Oh, Schattenklinge. Die schwarze Klinge wurde im Schattenreich geschmiedet. Ja, nice. Hat das irgendwelche Nachteile, wenn ich das Ding ausrüste? Ich meine, die hat erstmal prinzipiell Fähigkeit Schwerter, Fähigkeit Stichwaffen. Naja, Ich mache dir erstmal einfach nur mehr Schaden, ne? Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie eine gute Idee ist, mit einer Schattenklinge durch die Gegend zu rennen, aber das weiß ich schon. Was ist denn da unten eigentlich für ein Vieh? Los, schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Oh, sind das schon wieder die dunklen Diener der Dunkelheit? Ach, Schergen, genau. Das sind in der Tat die dunklen Diener der Dunkelheit. Ja, Meister! Das sind nämlich Schergen. Bis jetzt habe ich übrigens noch nicht erlebt, dass das Bones tatsächlich. Oh, fuck. Achso, ich muss sowieso Schergen umhauen, na gut. Ich würde hier echt gerne runterrollen, danke. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Yay, erhalt mich. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Ich glaube, ich habe gerade noch welches. Ich habe gerade noch welches Kleinzeug. Ich hab's gewusst. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade irgendwas gelockt. Also auf Treppen zu stehen ist, ist eine scheiß Ausgangssituation für Kämpfe. Oh. Hallo. Wir sollten gleich nochmal ein bisschen Proviant naschen. Alter, Mann! Bones, bist du bei Mauer da unten fertig mit diesen scheiß Schergen? Das ist ja nicht dein Ernst. Alter! Warte, Freundchen! Och, Mann, ich hasse tierische Gegner in diesem Spiel. So, Bones, können wir jetzt bitte diesen Höllenhund umhauen? Der ist viel schlimmer als ein komischer Scheißscherge.
Ich wollte übrigens gerade gucken, ob ich den irgendwie parryen kann, aber ich bin nicht dazu gekommen, das irgendwie mal hinzukriegen, ne? Es ist echt nervig, ne? Ich hab gesehen, dass die meisten Gegner hier sowieso total agil durch die Gegend glitschen und ich an der kleinsten Treppe hängen bleibe. Das ging schnell. Also schnell war es auch nicht. Die Schergen droppen auch nichts? Da doch eine Schattenwaffe, nein. Wie viel Mana hat der eigentlich? Was kann die Schattenwaffe? Ist die besser als mein... Ich kann die gar nicht ausrüsten. Was? Schattenwaffe, die Waffe eines Schattenkriegers. Ja, und wie für Sterbliche ist die nicht zugänglich oder was? Toll. Ich bin ja begeistert. Nicht. Aber hey, nochmal Kristalle. Ich weiß noch nicht richtig, was ich mit den Dingern soll. Weil die sind ja irgendwie Währung. Aber ihre genauere Bedeutung hat sich mir noch nicht erschlossen. Noch ein toter Gnome. Schrottpistole? Schrotpistole. Wahrscheinlich eher nicht Schrottpistole. Wenn man Schrott auch mit Doppel-T schreibt. Hier sind wir die ganzen einfachen Truhen. Ich weiß gar nicht, warum die hier... Warum macht sich das Spiel nicht überhaupt die Mühe, hier irgendwie Truhen hinzustellen? Ich meine, stehen die hier nur rum, um das zu sagen, aha, hättest du mal einen Dietrich gekauft. Weil, was ist das hier aus? Das, die Dinger stehen wirklich nur rum. Also ohne Dietrich würdest du jetzt halt doof dastehen. Aber den musst du ja nur einmal kaufen. Check meine Waffe, was zu tun. Ernsthaft? Bones, machen Sie da was. Mann, ey. Weißt du, ich bleib an allem hängen. Ich kann nicht mal einen schweren Schlag machen, weil da so ein Stein davor ist. Und das Vieh? Waren das alle? Okay, nice. Okay, gut, dann haben wir diese Höhle befreit. Oh, eine Höhle-Kuppe. Todeshauch. Oh, was macht das denn? Ich finde es halt nicht gut, dass das alles Einweg ist, ne? Das führt nur dazu, dass ich es nie benutzen werde. Schaden, 50 Reife für den Nahkampf, Fähigkeit Voodoo-Magie, beeinflusst Blut zu. Zieht deine Gegner Lebensenergie und fügt sie dir zu. Ist es ein Gegner oder ist es AOE? Magisches Feuer, Schaden. Kristallmagie, Totenmagie, Splitterhagel. Es fällt irgendwie alles so ein bisschen in die Kategorie too good to be used, ne? Ist egal, was ich damit mache. Du hast rechter Schatten, ja. Tja. Also, was ich damit mache, ist halt irgendwie immer so ein bisschen. Ich würde es ja eigentlich nicht benutzen, ne? Und am Ende kann ich dann halt dauerhaft Sachen zaubern und dann brauche ich es dann auch nicht mehr. Ich fühle mich immer noch dabei schlecht, irgendwie eine Schattenklinge zu benutzen. Los, noch ein Skelett. Schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Von dem Gegensatz zu den Viechern. Da sind die Skelette halt so viel leichter. Die würde ich, glaube ich, auch alleine schaffen, ne? Auf. Schlage ich ein paar Schädel ein. Ich weiß halt immer noch nicht, ob ich irgendwie parryen kann. Ich meine, das spielt doch am Anfang irgendwie sowas erklärt, oder nicht? Achso, es fehlen noch zwei Skelette, okay. Ich habe das vorhin nicht gelesen. Ich hab bei Schergen und Höllenhunden geguckt und dachte so, ja, ist alles da. Langwurz, Wasser. Was siehst du, ich wollte noch ausloten, was ich vielleicht nie brauche. Und dann eventuell gleich die ganzen Sachen essen, obwohl das, glaube ich, nicht allzu viel bringt. Also, die müssten wir jetzt theoretisch wieder zum Ausgang kommen, oder? Wo er herkam. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Ja. Das sind auf jeden Fall die letzten Skelette. Toll, jetzt bin ich am Bones abgeprallt. Na toll. Weißt du, die Skelette wieder? Da kannst du hier. Da kannst du einen schweren Schlag nach dem anderen reinhauen. Was? Das habe ich getroffen? Aua. Warte, Freundchen. Ich frage mich ja, was die Limits seines Heals sind. Ah, der blockt doch mal einen schweren Schlag ab, ne? Alter, ernsthaft? Warum kann er eigentlich den schweren Schlag blocken? Naja, also... So wirklich viel besser ist der Kampf gegen humanoide Gegner auch nicht. Die machen halt, bringen halt bloß weniger erratisch umher. Was es halt irgendwie ein bisschen angenehmer macht, weil ich mich halt nicht ärgern muss. Weil die blocken auch die schweren Schläge ab, ne? Schade um das. Die Schatten haben die ganze Mine entvölkert. Ich muss mich beeilen. Oh, jetzt habe ich den Dialog unterbrochen. Ich muss mich beeilen, warum denn? Die Leute sind schon alle tot. Achso, wegen den anderen Minen vielleicht, ne? Oh, man kann die Skelette doch looten?
Okay, nicht alle anscheinend. Na gut, das war also die Schattenmine? Ich habe keine Ahnung, ob ich diese Mine nennen möchte, ob die jetzt einen besonderen Namen hat. Ob das jetzt eine besondere Mine war oder nicht so besonders. Die auch einfach zu tief gegraben haben. Ach, hier ist eine Sackgasse. Och. Hier war keine einzige Erz, oder ne? Da kam ich, ja, oder hier kam ich nicht her. Ist mir noch eine Ratte. Aha. Die ich mit meisterhafter Genauigkeit umgehauen habe. Aber jetzt bin ich. Ah, okay, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Okay, gut. Dann führt wahrscheinlich der andere Weg für dahin her, wo ich. Dahin. Ja, genau, okay, gut. Gut, dann haben wir ja alles gesehen, was von dieser Mine zu sehen war. Okay, das war also die Schattenmine. War doch total schön und angenehm, nicht wahr? Die Schattenmine zu erkunden. Schön.